Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Burning Peter Adventures. Draußen ist gerade bitter kalt, das heißt, uns hat der Winter schon so gut wie erreicht. Wir haben hier um die 0 Grad und dementsprechend es ist die optimale Gelegenheit, wieder ein bisschen was am Motorrad zu machen. Also der Plan für heute wird sein, eine neue Schaltwellenverstärkung an meiner Tenere 700 zu montieren und zudem auch einen neuen Kennzeichenhalter. Ja, das Ganze liegt bei mir schon auf der Werkbank, wir können ja mal kurz hingehen. Zip. So, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze hier schon ausgebreitet. Und zwar ist es ein Kennzeichenset von Adventures. Dann hier die Schaltwellenverstärkung, auch von Adventures. Und einen neuen Hebel, und zwar ein Zwei-Finger-Kupplungshebel. Ja. Wie gesagt, das ist heute unser Tagesziel und ja, machen wir uns an die Arbeit. Ja, erste Amtshandlung, um natürlich den Kennzeichenhalter zu demontieren und vor allen Dingen auch neue Blinker zu montieren, weil bei mir ist ja echt, das wird wahrscheinlich bei vielen bei euch sein, gerade immer der linke Blinker komplett voll mit Wasser und Matsch. Das, meine Erklärung liegt daran, dass das Motorrad, die Tenere, immer zur linken Seite steht und dadurch das Wasser schneller reinlaufen kann. Mit dem rechten Blinker hatte ich nie Probleme, aber gerade mit dem linken Blinker, den wechsle ich eigentlich einmal im Jahr. Ja, viel gequatscht, also wie gesagt, um das Ganze hier zu demontieren, also insbesondere die Adapterplatte von unten und halt auch die Blinker neu zu verlegen, muss die ganze Plasteverkleidung erstmal runter. Ja, und das mache ich jetzt. Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, also so viel Schrauben muss man abschrauben von der Tenere, bloß um die Plasteverkleidung hinten zu entfernen. Ist schon anständig, ne? So, und hier könnt ihr mal gucken, wie so ein gut gepflegtes Motorrad von innen aussieht. Ist schon ein bisschen Staub drauf, ne? Kann man nicht leugnen. Ja, aber wenn man das jetzt auch wirklich artgerecht benutzt, eigentlich mag ich das Wort gar nicht artgerecht, aber ich sag mal, wenn man das Ding jetzt wirklich im Gelände benutzt, dann bleibt sowas nicht aus. Übrigens sieht man hier meine Lösung für den sich immer verbiegenden Auspuffhalter. Wenn ihr da mal ein Video drüber haben möchtet, dann einfach mal in die Kommentarbox schreiben. So, machen wir erstmal ein bisschen Ordnung hier, ne, und pusten den ganzen Dreck runter. So, ich habe bei mir damals schon auf LED-Blinker umgerüstet und dementsprechend gehen hier auch drei Kabel nach hinten. Und zwar einmal hier die beiden Blinker. Und das müsste hier fürs, für die Nummernschildbeleuchtung eigentlich sein. Ich habe das Ganze damals auch mit so einem super krassen Klebeband eingewickelt, was auch wahrscheinlich kein Schwein mehr abkriegt. Nicht jetzt meine ganze Freude damit haben werde, das wieder runter zu fummeln, weil das muss auf jeden Fall ab, um die neuen Blinker zu montieren und auch das neue Rücklicht. Und dazu muss auch auf jeden Fall auch noch die Rückleuchte abgebaut werden. Naja gut. Es hat ja keiner gesagt, dass es leicht wird und ja. Stellen uns ja auch jede Aufgabe. So, der Patient ist freigelegt. Zack. Also alle drei Anschlüsse. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum hier noch so viel Kabel rumhängt, und zwar müsst ihr die Blinker auch verlängern. Das Originalkabel, zumindest bei mir, was bei der Tenere verlegt war, für die Originalblinker, hat ja diesen Anschluss hier. Um das dann als Adapter möglich zu machen, müsst ihr diese Adapterkabel noch dazu kaufen und das Ganze dann verlängern. Es wird dann praktisch hier reingesteckt an den Originalstecker, dann das Ganze verlängert. Das ist jetzt bei mir ziemlich lang hier, bei dem Satz, den ich vorher hatte. Und dann wird das mit den LED-Blinkern oder mit der Nummernschildbeleuchtung dementsprechend verbunden. Ja? Gut, aber wir sind jetzt erstmal am Auseinanderbauen, da haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Und vielleicht nochmal kurz erwähnt, wenn ihr LED-Blinker anbauen wollt, meine ist jetzt die Tenere mit der E4 von 2019 und soweit ich weiß, bis 2023 wurden hier noch keine LED-Blinker ab Werk verbaut. Das heißt, wenn ihr dann umrüstet und habt ein älteres Modell, müsst ihr euch noch ein Blinkerrelais dazu kaufen. Ich habe jetzt hier bei mir das Blinkerrelais von Kellermann verbaut, das R2. Also daran müsst ihr auch denken, ne? Also wenn ihr LED-Blinker haben wollt, braucht ihr auch ein anderes Blinkerrelais. Oder ihr habt halt wie mein Bruder hier, das ist ja die neue Extreme Edition. Die hat ja schon ab Werk ihre komischen LED-Blinker montiert. Und von daher braucht ihr dann kein extra LED mehr besorgen.
So, ich habe jetzt hier die beiden Schrauben vom Rücklicht getrennt. Die, wie angekündigt, die Kabel auch voneinander entfernt oder getrennt. Und jetzt kann man das Rücklicht nach hinten rausziehen und hat dann ein bisschen mehr Platz für die ganze Kabelei. Weil die geht ja auch, das sieht man jetzt nicht, boah, ist das dreckig, Heidi Jützka. Die Kabel müssen ja alle durch diese kleinen Löcher hier durch und wenn das miteinander verschraubt ist, ist es eigentlich nicht möglich. Das Heck zerlegt. Ja, da hängt auf jeden Fall noch der ganze Sand von Marokko drin, unser, der Sahara-Sand hier. Der Nummernschildhalter von Kedo liegt hier noch, den habe ich jetzt demontiert. Und jetzt versuchen wir mal, das neue Teil hier von Adventures zu montieren. Hier mal eine tolle Zeichnung, mal schauen, ob ich damit zurande komme. So für Einzelteile, ne? Das kommt hier auf jeden Fall aus dem 3D-Drucker. Auch ganz hübsch gemacht. Das fummeln wir mal hier durch. Zip. Freie Kabel innen, das mag ich ja. Okay. So, ganz leicht angezogen. Okay. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müssen hier diese Distanzstücken drauf. Okay, check. So, das hier, das Blinker, Mini-Blinker-Set aus dem Set von Adventures. Und dann gibt es hier diese Adapter und damit soll das praktisch an den Kennzeichenhalter rangemacht werden. Beziehungsweise direkt ans Nummernschild. Und da gibt es verschiedene Winkel. Einmal 30 Grad, was gesetzeskonform wäre und einmal mit 40 Grad Neigung, wenn man den Kennzeichenhalter an sich ja auch verstellen kann im Winkel. Ich werde natürlich jetzt die mega coolen mit 40 Grad einstellen oder anbauen. So, also die beiden hier durchzukriegen, ist ehrlich gesagt eine ziemliche Fummelei. Eine Seite geht ganz gut, aber dann ist ja so wenig Platz. Also einfach geht das nicht. Da muss man echt einen Schraubendreher nehmen und ein bisschen Gewalt anwenden. Da könnte man, Andi, wenn du das siehst, die Löcher ruhig ein bisschen größer machen. So, okay. So, hier gibt es noch einen schönen Schrumpfschlauch. Zack. Und da probiere ich jetzt mal die dicken Dinger durchzuschieben. So, der Max ist jetzt mit am Start. Jo. Jo. Und jetzt machen wir mal den Schrumpfschlauch rum, um die Blinkerkabel. Und so, direkt hier vorne gibt es bei der Tenere so kleine Lücken. Und da können dann die Blinkerkabel und das Kabel für die Nummernschildbeleuchtung durchgeführt werden. Genau. Jetzt war der Matzi hier schon am Start und er hat das Ganze mit so einem, ja, eine Art Deutschstecker, so einem wasserdichten Stecker, wenn man wieder öffnen kann, verschlossen. Ja. Und den Rest, den bastle ich jetzt praktisch an die alte Stromversorgung wieder an. So, noch ein kleiner Tipp von mir. Einfach 3M-Tape, also dieses doppelseitige Klebeband nehmen, was auch an der GoPro zum Beispiel dran ist. Und das hält Bombe. Also ich schraube das Kennzeichen gar nicht drauf, sondern ich klebe das einfach nur drauf. Und ja, das hält bei mir schon seit, ich glaube, 70.000 Kilometern ohne Probleme. Ja, das Kennzeichen hat sich verbogen, der Halter hat sich verbogen, aber das Kennzeichen ist niemals abgerissen. Also von daher ist das eine gute Möglichkeit. Und hat auch noch den Vorteil, dass sich das Ganze, wenn es mit Schrauben nicht durchlöchert und fixiert ist, nicht locker vibrieren kann, beziehungsweise, dass es da keine Vibrationsrisse gibt. Jetzt hat das auch alles hier Hand und Fuß und sieht vernünftig aufgeräumt aus. Hier gehen jetzt die Kabel lang.
Ja. So schaut es momentan aus. Und wie ihr hier sehen könnt, ist normalerweise an der Stelle auch die Aussparung für die Blinker. Das heißt, man muss die Blinker ja nicht so wie ich diese Mini-Blinker hier nutzen, sondern man kann das ja auch hier an der normalen Fassung anbauen. Aber da ich das nicht brauche, konnte ich wieder meine 8mm Augbolzen hier befestigen und dementsprechend auch mein Gepäck. Ne? Das heißt, da ist nämlich mal meine Gepäcktasche dran und auch die Blizzard. Also du hast dann Blizzard Satteltaschen. Mittlerweile ist es schon dunkel geworden draußen und jetzt schauen wir uns mal die Schaltwellenverstärkung an und werden jene welche montieren. Wo liegt sie? Da. So, was jetzt so besonders an diesem Teil von Adventures? Und zwar hat die Firma Adventures hier ein Kunststoffgleitlager verbaut und kein Rollenlager wie Racetox zum Beispiel. Da es aus Kunststoff ist und halt wirklich spielfrei aufgelegt wird, kann da auch kein Wasser hinterlaufen. Das Ganze kann dann auch nicht vor sich hin rosten. Ja. So, Freunde, ich habe das Ganze jetzt mal angebaut. Es ging auch relativ einfach. Dazu muss dieses Plastikteil hier entfernt werden auf jeden Fall. Dann die Schraube lösen von der Welle. Dann kann man die Welle abziehen oder halt das Gestänge runterziehen von der Welle. Und dann schiebt man einfach den Stabilisator, diese Unterstützungs Einheit hier auf die Welle drauf. Das ging auch wirklich straff drauf, aber ja, so soll es ja sein. Spielfrei heißt ja auch spielfrei. Das Ganze jetzt funktioniert, ich kann es nicht sagen. Die einen sagen, es ist ein Riesenunterschied. Die merken, dass das Ganze straffer, es schaltet sich besser. Andere wiederum sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied. Ich probiere es einfach aus, mit mir meine eigene Meinung und kann euch ja dann davon auch berichten. Ja, so viel zum Thema Schaltwellenunterstützung. So, Freunde, das war's. Das Moped ist wieder zusammengesetzt. Hinten ist es noch mächtig am Blinken. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentarbox reinschreiben, wie euch dieser Umbau gefallen hat. Und gerade mit diesen kleinen Blinkern. Ich finde es mega. Sehr, sehr unaufdringlich und dezent. Und ja, aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentarbox. Ansonsten war's das heute mit Schrauben. Ist wieder ein langer Tag geworden. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, wie gehabt, den Burning Feed Adventures Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video zu liken. In dem Sinne, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Over and out.